Hey, so ein Energy Drink ist voll ungefährlich. Macht mich aber voll fit am Morgen. Ich bin auf den Wach und parat. Aber ich brauche schon einen, sonst geht's nicht. Aber ich brauche auch nicht viel. Oh shit, ich bin so müde. Wo bin ich gesehen? Genau, Energy Drinks. Auf jeden Fall, die sind voll easy, weißt du? Und sind wirklich nicht gefährlich. Also die machen ja nicht im Körper oder so. Ich meine schon nur ein bisschen Koffein, ein bisschen Taurin, ein bisschen Kohlensäure, oh, vielleicht ein ganz bisschen Zucker oder so. Fuck, ey, ich bin so kaputt heute. Das gibt's ja gar nicht. Auf jeden Fall, das Geile ist auch, ich bin mega fokussiert und ich bin voll da. Die ganze Zeit bin ich oft immer parat und ich weiß ganz genau, was... Ah, was ist das? Ah, ja, das Herzstachel. Aber das geht auch immer wieder weg. Das ist kein Problem. Es wird immer wie schlimmer mit unserer Jugend. Ist schon ein Problem, die Jugendlichen und das Kokain. Was? Aha, Koffein. Ui, die Jungen trinken Sirup. Mit Koffein? In schön regelmäßiger Abstand rücken die Jugendlichen ins fade Kreuz von der Politik. Kommt bei der Wählerschaft auch sehr gut an. Ich meine, Jugendliche sehen und kennen alle. Das ist einer zum Nachdenken. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie die Forderung entstanden ist. Damen und Herren, gibt es etwas Neues bei der Jugend, das wir für unsere Politik verwenden können? Das Saufen haben wir schon, das Kiffen, die Ballergames, die Kleidung. Bitte was? Energy Drinks? Ja, das nehmen wir. Sehr schön, gut gemacht. Ich meine, ich verstand die Angst schon. Die Jungen machen etwas, was die Erwachsenen nicht verstehen. Das macht Angst. Und dann sind es noch so viele. 2 von 3 Schülern trinken wöchentlich mindestens 1 Energy Drink. Ist komisch, dass die Jungen Koffein so attraktiv finden. Es ist schon problematisch, wenn die Schüler im Unterricht aufmerksamer sind als die Lehrer. Jedenfalls soll der Bund jetzt genau untersuchen, wie gefährlich das Ganze ist. Klar, der Sirup ist gefährlicher. Aber Red Bull verleiht ja bekanntlich Flügel. Oder im Fall von Felix Baumgartner zumindest einen. Du rechti. Und schließlich hat ja eine Studie gezeigt, dass Koffein das Leben signifikant verlängert. Also sollte man besser früh damit anfangen. So früh wie noch möglich. Ist ja sowieso überbewertet, die Muttermilch.